Hallo liebe Nähbegeisterte, wieder einmal sage ich herzlich willkommen in meinem Kanal, denn ich habe heute einen kleinen Tipp für euch. Applikationen, das wissen wir, die liebt fast jeder, egal ob sie zum Aufbügeln sind, zum Beispiel schöne Strassmotive, aber auch, was ja wirklich ganz, ganz toll ist, finde ich jedenfalls, man kann so viele tolle bestickte Applikationen kaufen, die wirklich nur Pfennige kosten, aber einem Teil einen ungemeinen tollen Effekt geben können. Speziell, wenn ich zum Beispiel einen unifarbenen Stoff habe, kaufe mir dann eine Stickerei, die fertig auf Netz gearbeitet ist, um diesem unifarbenen Stoff einen ganz besonderen Stil, eben etwas Besonderes, Einzigartiges daraus zu machen. Aber gerade diese Stickapplikationen haben ja immer dieses Netz, auf das alles drauf gestickt ist. Und das ist manchmal sehr schwierig zu entscheiden, was ist nun die beste Lösung, damit ich dieses Netz nicht sehe. Denn es soll ja eigentlich so aussehen, als ob die Stickerei direkt in diesen Stoff eingearbeitet wurde. Und um diesen Effekt richtig hinzubekommen, das zeige ich euch in diesem Video. Auf geht's! Hier seht ihr nun meine Applikation, die ich für mein nächstes Nähprojekt verwenden möchte. Ihr könnt sehen, es ist auf blaues Netz bestickt und verarbeitet. Die Applikation habe ich schon lange rumliegen, aber hat bis jetzt noch nicht die richtige Idee dafür. Denn wir wissen, es muss irgendwie harmonieren mit dem, was ich unten drunter lege. Wenn ich zum Beispiel ein weißes Material, einen weißen Stoff nehmen würde, dann könnt ihr genau sehen, das würde unmöglich aussehen mit diesem blauen Netz. Dann weiß man ganz genau, das ist draufgesetzt und nicht in den Stoff eingearbeitet. Hätte ich jedoch einen blauen Stoff, da könnte ich mir das überlegen, das zu lassen. Weil hier könnt ihr sehen, das harmoniert sehr gut mit dem blauen Material. Und ich könnte das jetzt so draufnähen, wie ich es hier sehe. Aber dann sieht man auch, dann kommen die anderen blauen Blumen, die hier drin sind, lange nicht so schön optisch raus, wie ich mir das vielleicht auch wünschen würde. Und nach langem Suchen habe ich diesen silberfarbenen Stoff gefunden, einen Pannesamt. Ich arbeite nicht besonders gern mit Pannesamt, aber ich habe diesen Rest, der gerade so für dieses Topf, was ich machen möchte, ausreichend ist. Aber auch hier könnt ihr jetzt sofort erkennen, das würde mir nicht gefallen, wenn ich da das ganze Netz überall sehen würde. Dann kommt das alles nicht so zur Geltung. Also, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Natürlich kann ich mir eine sehr, sehr gute Schere nehmen und könnte sagen, mit viel Geduld schneide ich ganz vorsichtig an allen Kanten entlang und nehme überall das Netz weg, was mich stört. Aber ihr wisst auch ganz genau, da kann man noch so vorsichtig sein, ich könnte ruckzuck die Stiche, die hier den Rand bilden, irgendwo verletzen und dann würde das Ganze aufgehen oder jedenfalls an der Stelle aufgehen. Also ist das nicht die optimale Lösung für mich, die ich nehmen möchte. Und vielleicht haben einige von euch ja schon mein Video gesehen, in dem ich erklärt habe, wie schön es ist und wie einfach es ist, unter Umständen gewisse Materialien mit einem Lötkolben zu schneiden. Ja, das klingt unmöglich, es klingt komisch, aber es ist so. Aber was brauche ich dazu, wenn ich das nun mit dem Netz machen möchte? Für große Teile habe ich einen Glastisch, den ich nehme. Aber das ist nicht unbedingt notwendig, wenn ihr kleine Teile habt. Es gibt ja diese Schneidebrettchen für die Küche in Glas und da ist das voll und ganz ausreichend, zumal das auch wieder sehr, sehr leicht zu reinigen ist, wenn ich jetzt irgendwelche Reste von dem Lötkolben hier drauf bekomme. Wie auch immer, ihr benötigt eine gute Spitze, ihr benötigt einen Lötkolben. Und dann kann es losgehen. Ihr seht jetzt hier diese kleine, feine Ecke. Ich kann also mit meiner Spitze da direkt reingehen und kann das quasi weglöten. Daraufhin ist auch gleichzeitig die Kante versiegelt. Das heißt, mir wird das nie im Leben jetzt hier aufgehen,
Der Faden, wenn ich ihn überhaupt damit berühren würde, ist eher verschweißt. Also der Faden wird mir nicht aufgehen. Und ihr könnt sehen, das ist so einfach, wesentlich besser, wesentlich genauer vor allen Dingen auch, als mit der Schere. Das schmilzt jetzt hier alles weg, das ist klar. Also schaue ich, das ist alles fertig, das ist alles fertig. Und genau so kann ich jetzt zwischendrin vorgehen. Natürlich wird mir dann viel lose hängen, aber das kann ich natürlich ganz vorsichtig alles machen. Das heißt, ich fange hier irgendwo hier an. Ich will ja nur, dass mir das Netz nicht mehr so sichtbar ist. Wie gesagt, ich möchte den Effekt rausholen, als ob die Stickerei direkt in den Stoff reingearbeitet wurde. Und schaut mal, glaubt ihr ehrlich, ihr könntet das so genau und so präzise und so gut mit der Schere machen? Also ich jedenfalls nicht, dafür sind meine Augen nicht mehr gut genug oder waren es eigentlich noch nie, denn ich habe auf einem Auge Astigmatismus oder wie das heißt. Mit anderen Worten, ich sehe eh ein bisschen krumm und schief. Okay, und jetzt könnt ihr sehen, genau so mache ich jetzt weiter, bis ich meine gesamte Applikation von dem Netz befreit habe. Und dann kann ich mir meinen Zuschnitt zurecht tun. Ich werde das hier gerade noch so weit fertig rausschneiden, dass ich es nochmal auf den Stoff auflegen kann. Und dann ist das eigentlich schon das ganze Video, was ich euch heute hier zeigen möchte. Mehr war da nicht geplant. Ein kurzes Video für euch, damit auch keiner meckert, ich habe zu lange gequatscht. Okay. Nehme ich das gerade mal weg. Ihr seht, das will hier dran hängen bleiben. Also nehmen wir das mal weg. Und schon könnt ihr sehen, wie das Ganze entsteht. Und genauso muss ich natürlich hier weitermachen. Machen wir ruhig das Stückchen auch noch. Wie gesagt, ich möchte euch wirklich diesen tollen Effekt zeigen. Und das ist so ideal, das so zu machen. Okay, jetzt nehme ich das wieder runter. Das können wir mit dem Glasschaber einfach sauber machen. Und jetzt nehmen wir mal das Material dazu, was ich verwenden werde. Legen das nochmal auf, damit ihr das seht, wie schön das jetzt aussieht, wenn ich das hier drauf lege. Dann sehe ich meinen Stoff wieder. Und wie gesagt, hier seht ihr noch das Blaue. Hier ist jetzt schon das Material frei. Und dann kann man das ganz genau in Position legen. Und was auch noch dazu kommt, je nachdem wie eure Applikation aussieht, aufgrund dessen kann man eventuell auch nochmal die Form ein bisschen verändern. Also ich kann jetzt diesen Streifen wesentlich näher ranbringen oder wenn ich den lieber in eine andere Richtung haben will. Also wenn das lose ist, kann ich meine Form hier noch verändern. Ja, meine Lieben, und das wäre es schon für heute. Und wenn ihr wissen wollt, was ich genau damit mache, das wird irgendwie in 4-5 Tagen der Fall sein, dass ich ein Video hochlade. Und zwar werde ich einen Lutherloh-Schnitt nehmen und diese Applikation wird ein Teil des Ausschnittes werden. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr mein Video geschaut habt, freue mich auf eure Kommentare, wie immer, und sage, bleibt gesund, bleibt mir treu. Und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis hoffentlich bald wieder. Tschüss, eure Lilo.